Schlafen? Huch, wo sind denn deine Punkte hin? Keine Sorge, Marienkäfer. Ich helfe dir, die Punkte zu suchen. Wo könnten sie nur sein? Guten Tag, Maus. Oh, was machst du denn mit den Punkten vom Marienkäfer? Ach so, du hast dir die Punkte geliehen, weil deine Käsebälle verschwunden sind? Ja, wir helfen der Maus, die Käsebälle zu suchen. Bea, was machst du denn mit den Käsebällen von der Maus? Du musstest dir die Käsebälle leihen, weil dein Honigtopf verschwunden ist? Und dabei magst du Honig doch viel lieber? Genau, Marienkäfer. Wir helfen dem Bär, den Honig zu suchen. Hallo, Hund. Wir suchen den Honigtopf vom Bär. Hast du ihn gesehen? Aber Hund, warum liegst du denn auf dem Honigtopf? Oh je, dein Kuschelkissen ist verschwunden und da musstest du dir den Honigtopf leihen? Kann man mit dem Honigtopf gut kuscheln? Armer Hund, wir helfen dir, dein Kissen zu suchen. Wo könnte es denn sein? Was? Marienkäfer, du hast das Kissen vom Hund? Ach so, du hast es dir nur geliehen, weil es so kuschelig ist. Aber jetzt kriegt es der Hund zurück. Ja, jeder hat seine Sachen wieder. Jetzt könnt ihr richtig kuscheln, naschen, jonglieren. Und du, Marienkäfer, hast deine Punkte wieder. Aber Marienkäfer, was ist denn los? Oh je, jetzt hast du zwar alle deine Punkte, aber nichts mehr zum Kuscheln. Hey, hast du das gehört? Der Hund lädt dich in sein Körbchen ein. Oh, Marienkäfer, jetzt ist es ja noch kuscheliger als zuvor. Ja, wir haben es geschafft, keiner ist allein. Hier auf meiner Schmusedecke geht's uns allen fein.